Gut, liebe Leute, es geht weiter mit Asterigo. Das letzte Mal haben wir Barat erledigt und jetzt müssen wir zu Minerva zurückgehen und die Quest abgeben. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. In den schwarzen Straßen waren wir unterwegs, genau. So. Hä, warum bin ich hier? Maybe I should bring this back to Minerva first. Hä? Eigentlich habe ich mich nicht hier ausgeloggt. Das war nicht hier. Okay. Okay, egal. Wir müssen anscheinend nochmal. Ja, das hier benutzen. Das ist ja frech. Das ist richtig frech. Genau, eigentlich habe ich mich hier ausgeloggt, ne? Da war ich direkt... Ja. News travels faster than you, it would seem. Was it you who killed Barad? I'd hoped you would act with more discretion. Sorry, the shifting stone had been moved deep into the granary. There was no avoiding a fight. Quintus also told me about the situation in the Black Streets. Barad had been pushing the people around for a long time. He was a bully whose evil had no limits. Quintus. Regardless, I clearly told you that if you can't keep a low profile during this mission, you should talk to me. That tyrant lorded over the people of the Black Streets. I couldn't just sit back and do nothing. And so, you just ignored our agreement and killed him? His death won't save the Black Streets. That's just your own wishful thinking. Once a new leader comes to power, the people will have even more trouble to deal with. I hope you're not doing this to prove your strength, because if you are, you've only succeeded in highlighting your stupidity. At least I got the Shifting Stone back. Oh, you truly are a rude child. You don't even have an ounce of respect. Here, the Echo. Take it. Jetzt frage ich mich. You're just a child, so I'll give you one more chance. Think carefully about what I said. Ob wir wirklich zu Minerva zurückgehen hätten können? Hopefully you won't act so rashly in the future. Otherwise, I won't be able to continue cooperating with you. Understood. Next, I'll give you three missions at once. You'll be finding a missing person, investigating a magical anomaly, and retrieving a weapon of great power. The area is divided into the Argus Bazaar, the Stella Mine, and the Fallon Academy. I'll give you all the mission details now, but the order in which you carry them out is entirely up to you. Got it. Then let's get started. Ah ja, hier Argus Bazaar, Fallon Academy und Stella Mine. An Aristoi woman named Marissa planned to seek refuge with the adherents, so we sent guards with her to ensure her safety. The guards were ambushed though, and we lost track of her in the Argus Bazaar. Right now, the bazaar is under the heretics of the Ethris's control. They preach there in an attempt to recruit people, and they won't hesitate to kidnap people for their shape-shifting rituals. I'm worried that Marissa may have met a similar fate. Hilda, you have to go deep into the bazaar to investigate her whereabouts. As soon as you find her, just use the signal stone, and I'll send someone to bring her back to the shelter at once. Okay. The Fallon Academy is an important military and political hub, so naturally it is well secured.
Fortunately, Bion's intel will make sneaking in much easier. There's an iris deep in the academy, and it's one of the strongest weapons the Aphis Legion has at present. It can condense energy and transform it into a destructive beam of light. However, its energy consumption is so high that the Archon of Legion rarely uses it. Letting something like that sit around collecting dust is such a waste, don't you think? I need you to retrieve the iris. Okay. Tatü, tata, ja, die kommen mich schon abholen. Pit Village sent a message requesting help. They say that a magical anomaly involving foreigners has occurred. The villagers are strong and resolute, but they're also very stubborn. If we're going to learn more, we need to meet their leader, Abalone, face to face. You're the best choice to send as an envoy. At present, the situation there is tenuous, largely because Archon Marble withdrew the troops and gave up on guarding the mines. Now, both the War Axe and the Heretics desire to claim the lands, and Pit Village is fighting alone. Hear their request. Now is the best opportunity to gain their allegiance. I'll give you a token to let Abalone know who you are. Okay. Gut. Wir haben drei Quests. Time, please speak. Drei Quests angenommen. Komm mit dir noch hin. So you killed Barad and incited quite the commotion. Truly. You do have an outsider style. His survival wouldn't have benefited Aphis. The people of the Black Streets were suffering. He's not someone who deserved to live. You think killing him will help the Black Streets? What a crude and barbaric way of thinking. Oh, if you'd received Aphis's Aristoi education, you would have learned not to be so impulsive. Oh, then what would you have done? Barad was one of the few in the War Axe who cared about the balance of interests, not just a cruel, bloodthirsty savage. Letting the War Axe have a place like the Black Streets is harmless. What we should be doing is expanding our reach to other places, not creating unnecessary chaos. Hmm. If you want to fight for justice, I'd suggest you first learn more about this city. You do not yet possess the knowledge required for such a crusade. What can I do for you? Otto, besides the changes in skin color, have there been any new issues with our brothers? Sir, there are two who ache all over and can't carry on. I have a bag of new powder. Try giving them some, but don't use it all up. I think it's the magic curse from Aphis. The longer you stay, the harder it will be to remove. I've never seen such a powerful curse. This is a very complex and strong magical wave that can erode our protective magic. It seems we've overstayed our welcome. Inform everyone, prepare to evacuate to the outskirts of Aphis to cure the curse first and foremost. I have a better idea. Monster. Easy, Otto. It's only a magical aberration. Very perceptive of you. Take no offense, but I didn't expect you to be so knowledgeable. Who are you? If you don't show yourself, I'll be remiss to trust you. Allow me to finish. First, it is too late for you to evacuate now. Before you leave Aphis, you'll be consumed by pain every moment of your eternal life. Besides, who I am matters not, and investigating would be a waste of time and energy. You need to cooperate with me. Cooperate with you? What's that supposed to mean? Apologies, but there is a need for haste. If you're willing to follow... Ich glaube, das war die Sequenz, die wir nicht schauen konnten. Bei diesem Schreien da. Und GZ, Fini, GZ, GZ. Then I advise you don't waste any time in making up your mind. Quickly now, tell me your decision.
Okay. Well, Eumenides knows where he stands and what his goals are. If it were me, I might not be able to refuse his offer either. Okay, okay, okay. Mind your manners. So, jetzt schaue ich nochmal hier zu Vulkane. You killed Barad? By the gods, why isn't everyone singing your praises? We should put up a monument in your name. I'm serious. Die ist aber nett. I don't know. Actually, they seem pretty upset with what I did. Well, you can't please everyone. But I'm sure what you did saved someone. So cheer up. Danke für die netten Worte. Na bitte. Immerhin eine. So, Schmuckstück. Oh, wir können auch schon Schmuckstücke machen. Schäbige Halskette. Schäbiger Ring. Dafür können wir jetzt nichts mehr machen hier. Ja, ist okay. Thank you. Ist okay, dafür haben wir zwei Schmuckstücke. So. Haben wir ein neues Outfit? Nein. Gut. Wohin jetzt? Ich weiß gar nicht, wo. Kann man sich irgendwie teleportieren oder sowas? Ich kann noch keine Map oder so aufmachen, gell? Ah, hier, geschenktes. Hier gibt's Outfits. Oh, das ist ja cool. Das ist ja geil. Was heißt Spielaufzeichnung? Da ist Statistik und so. Aktuelle Runde 1. Tode 1. Oh weh, das will ich gar nicht sehen. Das war ein blöder Tod. Das war ein richtig schrecklicher Tod. Das war so unlucky. Das war so unlucky. Das Spiel ist echt so schön gemacht. Ich feiere das Game. So ein schönes Game. Ich bin eingepennt und habe perfekte Schnitzel im Schlaf gemacht. Jawohl. Wie gesagt, GZ, GZ, finde ich. So, wie meinen das jetzt? Es gibt noch einen zweiten Ausgang da hinten, glaube ich, war das. Nein. Hier hinten. Ich weiß nur nicht, wo es da lang geht. Oh, schau, wer da ist, Quintus. Hey, friend! I'm so glad. Hey, friend! I have nothing to say. My friend. Wait, what do you mean, friend? Friend? Are you mad at me because I didn't stop you from killing Barad? Stop me? It's so geil, der Charakter. Don't speak such friend. Nonsense, friend.
I just said that killing him was one choice. I didn't say you had to kill him. If the way I said it made you misunderstand, then I'm willing to apologize, but please believe me when I say I didn't plan to hurt you. You? Forget it. It's my fault I got tricked by your words. But friend, there's one more thing you must help me with. Please, don't ignore me, friend. This is a matter of life and death for me. Life and death? As if I should believe anything you say. I'll need to think about it. It's true, and there's a nice reward in it for you, if you can help me. I'll consider it. Okay, nach der Angelegenheit von Nehmen und Tod fragen. You said there was a life or death matter? Thank you, friend. You're here to help. I'm listening. For now. All right, then. What happened was, when I was fleeing to the shelter, I dropped some of my luggage. There's no stardust, but the contents are still quite valuable. Could you get it back for me? Where is it? And you said it was a matter of life and death. That's right, friend. Those wares are as valuable as my own life. Look, friend, I'm begging you. If you find my belongings, I'd be willing to give you the best treasure. Fine. Where exactly did you lose it? In a flooded area deep in the intercity rampart. It's really dangerous, though. It's crawling with monsters. I hear there's also a mutant wastewater crawler with a shell harder than steel. Be very, very careful, friend. Okay. Anyway, don't go causing trouble in the shelter. Thank you for your concern, friend. Now then, let's talk business. Just let me prepare a moment. Oh, hat sein Hut abgesetzt. Der Händler Quintus lebt seit langem in Aphes. Ihr könnt bei ihm Sternenstaub gegen Vorräte oder ungewollte Vorräte gegen Sternenstaub tauschen. Wenn Quintus bei der Beschaffung von Vorräten unterstützt, wird er sein Warensortiment erweitern. How can this humble servant be of service, friend? Okay, ja, die Dinger könnte man kaufen. Kristallkern. I look forward to your next visit, friend. Dann können wir den Stab noch mal ein bisschen aufwerten. Friend. Hey, sweetie, what's up? Sehr schön. Und jetzt brauchen wir auch wieder Erz. Das heißt, Erz kann ich auch gleich kaufen. Kann ich mit denen auch hier reden? Nein. Hallo, Friend! How can this humble servant be of service, friend? Friend? Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Wahrscheinlich auch dann später für irgendwas. Dies ist der Weg zum Argus Bazaar. Durch die Straßen erreicht ihr die Cellamine. Okay. Ja, dann. Achso, ja, wir haben Attributpunkte wieder. So. Talentpunkt. Hm.
Machen wir das erstmal. So, wir müssen hier rein. Das Abenteuer geht weiter, liebe Leute. Stürzen wir uns in den Kampf. Das machen wir nicht, dieses Bling. Ich kapiere es noch immer nicht. Okay, sie kann nicht schwimmen. Okay. Okay, wissen wir das auch, dass sie nicht schwimmen kann? Also sie ist nicht Schwimmerin. Nicht mal das Seepferdchen hat sie ja. Weakness disgusts me. Sag ich da so eine. Verdammt, ich kann nicht schwimmen. Ist nicht so tragisch. Gut, weiß ich nur Bescheid. Aber was ist denn dieses Blinken da? Bing! Das verstehe ich nicht. Ha! Wieder ein Level Up. Ein Geschenk. Ist das ein Gegner? Ja. Das schaut ja creepy aus. Was ist da besser? Feuer oder Astralding? Feuer, eindeutig. To the three. Almost. I almost. The animal traits. Ritual knife. Aetheris. This must be one of the cultists. Nice way to recruit members. Das ist ein Aufzug. Ja, ich will aber noch nicht. Nee. Ich will einfach nicht. Ich könnte auch einfach runterjumpen, ne? Und nochmal sterben. Das wäre eine Möglichkeit. Ist das zielführend? Ich glaube nicht. So, jetzt geht's gleich wieder bling. Oder? Nein, doch nicht. War das vielleicht wirklich wegen der Truhe? Weil jetzt habe ich die Truhe nämlich, ne? Lass mich das nochmal kurz testen. Wenn eine Truhe in der Nähe ist, geht es vielleicht immer bling. Selbstmord ist keine Lösung. Das stimmt. Das reicht. Ja, jetzt geht es nicht mehr bling. Okay, ich glaube, ich weiß, was das jetzt bedeutet.
nicht da oben. Dichter Nebel. Keine bröckelnde Wand. Also wundert euch nicht immer, warum ich immer an der Wand schaue. Es gibt so bröckelnde Wände, die kann man dann kaputt schlagen und dahinter ist dann meistens irgendein Schatz oder so. Blöd, dass ich hier wirklich keine Map habe, ne? Oh ja, hier so ein bisschen. Ja, so. Ja, oh ja, das ist eigentlich schon eine Map. Wir sind jetzt beim Arges Bazaar, gell? Eskortiert Marissa. Bei der Rettungsmission in der Schlucht. Letztes Jahr musste ich auch eine junge Dame retten. Warum geraten nur so viele junge Damen in Schwierigkeiten? Ich muss auf der Hut bleiben. Denn die Straßen sind ein guter Ort für einen Hinterhalt. Der Werwolf war also ein Kultist. Es scheint, als gäbe es in Affes wirklich mythische Geschöpfe. So, wo gehen wir als erstes hin? Bürgerplatz. Wieder was. Ein paar Salben. Okay, wenn hier ein Stein ist. Das konnte man nicht wählen, Kazuma. Und außerdem habe ich nichts dagegen. Ist halt nur, wenn man wählen kann, dann klar, ne? Das Feuer. Was ist das denn hier? Na klar, Kazuma. Oh nein, was drücke ich? Oh mein Gott, ich habe mich verklickt. Das tut sicher weh, oder? Ja, es tut weh. Ja, es tut weh. To imagine living under martial law for 1,000 years. There's a sword and a piece of high quality cloth. It looks similar to Bion's sword. There aren't any new scuffs on it. It seems the fight ended quickly. High quality cloth, adorned with lace. Looks like it was torn off by razor sharp claws. Ja, Wölfe.
This must be where the Adherence Guard and Marissa were ambushed. Hier wieder ein Tagebucheintrag. Bei den Winden, das war keine Halluzination. Könnte es in dieser Welt tatsächlich Magie geben, die jemanden verschwinden lassen kann? Marissa würde überfallen, doch die Frage bleibt, wohin ist sie geflohen? Bei so dichtem Nebel ist die noch wichtigere Frage, ob sie überhaupt wusste, wohin sie ging. Gute Frage, nächste Frage. Oh shit. Klopfen. Klopfen mal an. Hey Mädchen, seid ihr nicht diejenige, die die Kultisten vor meinem Haus vertrieben hat? Genau, ihr seid es. Kommt mal her, lasst mich euch ansehen. Oh, bei den Göttern. Was ist mit eurer Haut? Ist die Welt wieder befreit worden? Oder habe ich den Verstand verloren? Ihr würdet mich wahrscheinlich als Fremde bezeichnen. Ich komme aus Anbari. Ah, verstehe, verstehe. Geht noch nicht weg. Mögt ihr mir ein paar Fragen beantworten? Ich bin Bühnendichter und immer auf der Suche nach Inspiration. Oh, und ich will ja nicht angeberisch sein, aber meine Komödien sind die besten in Affis. Ich habe den Komödienwettbewerb des Weinfestes 16 Jahre in Folge gewonnen. Vielleicht habt ihr schon von meinen Werken gehört. Erzählt mir von eurem Land und eurem Leben. Ich brauche frische Ideen. Zahlt mir einfach 1000 Sternenstaub und ich werde am Bari in mein nächstes Stück einbeziehen. Edgertheimer. Was wollt ihr wissen? Sehr gut, es ist eine Ehre für euch und ich bin froh, dass ihr das auch so seht. Beginnen wir also. Es ist mir egal, ob es ein oder zwei Jahrhunderte dauert. Bitte geht nun detailliert auf Anbaris Landschaft, seine Wirtschaft, Bräuche, Systeme und Probleme ein. Hey, so viel Zeit habe ich überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht reicht. Eure Worte reichen leider nicht aus, damit ich euer Land wirklich begreife. Hört ihr mir zu? Ich bin in Eile. Wenn ihr euch für Anbari interessiert, warum besucht ihr uns nicht eines Tages? Ist das anbarischer Humor? Eine Sekunde, das muss ich mir notieren. Nein, das ist mein eigener Humor. Oh, dann ignoriere ich eure Bemerkung einfach. Wisst ihr, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss weiter. Wartet, wartet, ich habe ein Geschenk für euch, um euch meine Dankbarkeit zu zeigen. Dies ist eine Abschrift eines meiner Stücke. Nicht das Beste, aber gut genug, um den zweiten Platz beim Komödienwettbewerb des Weinfestes zu gewinnen. Wenn ihr in den Genuss meines Werkes kommen wollt, so ist dies die perfekte Einführung. Oh, danke. Es ist so tragisch, dass euer Land keine Theaterstücke hervorbringt, so wie unseres. Ich hatte gehofft, ihr könntet diese Komödien nach Anbari bringen, um Afes Kunst am Leben zu erhalten, natürlich. Unsere Zukunft scheint unendlich, aber wir haben die wahre Zukunft aus dem Blick verloren. Jetzt sind wir gefangen in einer Ewigkeit ohne Zukunft. Hier gibt es keine Zukunft mehr, aber euer Land findet sicherlich einen Weg, afesische Werke zu retten. Aber die Leute arbeiten sehr hart daran, den Fluch zu beseitigen, der auf Afes liegt. Die Dinge werden sich wieder bessern. Nein, keine Chance. Eine Komödie benötigt einen Chor von 24 Sängern sowie 4 oder 5 gute Schauspieler. Die Truppen, die ich kenne, haben bereits das Zeitliche gesegnet. Wenn ihr also nicht gerade einen Haufen Harpien versammeln könnt. Aber auch dann wäre ein Bühnendichter nichts ohne Publikum. Ich bin ein Schatten meiner selbst, Mädchen. Aber ich bin auch Aristophanes, der König der Komödie. Bitte lobpreist meinen Namen, nun da ihr ihn kennt. Wichtiger Gegenstand. Aha. Okay. Du musst die weibliche Stimme auch weiblich sprechen, Domi. Na, das kann ich leider nicht.
Das kann ich leider nicht. Oh, schau, da unten sind auch nochmal Gegner. Ich war ja vor kurzem krank, ne? Muss ich nicht meinen Hals auch noch beanspruchen hier? Also, glaube ich, kann ich das nicht gut rüberbringen? Hallo? Hallo, ich bin Hilda. Ich würde sagen, wir lassen das lieber. Ist doch gut. Ich glaube, da wäre ich beim Komödienwettbewerb des Weinfestes direkt letzter Platz. Was ist das denn hier hinten? Oder ging es schon wieder blink? Bling, bling. Okay, das ist ein Unschuldiger. Klopfen. An der Tür hängt ein alter Zettel mit der Aufschrift: Von der Legion einberufen, zur Falan Akademie gegangen. Niemand zu Hause. Wieder bling. Bling. Das hier, irgendwo ist hier ein. Eine Truhe. Vielleicht hier drüben. Feindlich. Haftbefehl. Na, was ist das hier? Gab's hier nicht auch noch einen Weg? Auch schon wieder bling. Ach verdammt. Ich hätte was trinken sollen vorher. Naja gut, egal. Okay, laufen wir mal weiter.
kommen die auf einmal? Was ist das denn jetzt? What? Oh, ist das der nächste Boss? It's hers. Is she a cultist? Mit dem Stab kämpfe ich auch, aber nicht mit den Dolchen. Ja, mit dem Stab ist halt gut, weil du dann eine Fernkampfwaffe hast, ne? Ist halt die einzige Fernkampfwaffe, deswegen. Ah, deswegen blinkt es ganze Zeit. Deswegen. Was spießt denn? Mit was spießt denn noch? Huch. Das ist eigentlich hier eine. Das war wahrscheinlich wirklich so ein Riesensoldat irgendwie. Klassisch mit Schwert und Schild. Ja, hätte ich auch ganz cool gefunden, aber das Schwert ist mir ein bisschen zu langsam leider. Ich bin ja. Ich bevorzuge ja, meistens schnelle Waffen. Mag ich einfach viel lieber. Aber es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich mag aber den Move hier. Ich finde den Move richtig cool. Ganz so schnell zum Gegner. Also die Technik ist halt ganz gut, ne? Und auch schnell wieder weg vom Gegner kannst du auch. Nicht überprüfen. Jetzt, aber ich im Kampf war. Ich lurk mal rein, eventuell bis später. Alles klar, Kazuma. Bis später.
Oh, das ist ein Riesenvieh. Was ist das? Ein Minotaurus oder so. Hier blinkt schon wieder was. Das heißt eine Truhe oder was? Sollen wir hier klopfen? Ahem. Okay. Bing. Bing Chiling. Oha. Anscheinend geht's hier weiter. Schauen wir nochmal hoch zum Minotaurus. Vielleicht hier? Irgendwie versteckt. Aha. Da unten ist also eine Truhe. So, wer bist du? Okay, okay. Jawohl, Stufenaufstieg. Yo, hey. Mal hier rein. Noch ein Talentpunkt. So. Lernen wir das mal. Ah, das kostet ja 2 Punkte, verdammt. Gut, dann machen wir das hier nochmal. Ich habe eigentlich noch nie den aufgeladenen Schlag verwendet, gell? Naja, naja. Ich weiß nicht, ob ich den anwenden werde. Flashing on the ground? Das ist komisch. There's a rose in the starite. Something this delicate could only be owned by an Aristoi. It must be Marissa's. There's some animal footprints. It looks like they've taken her. Maybe the neighbors know something. Die Nachbarn. Marissa wurde überfallen, doch die Frage bleibt, wohin ist sie geflohen. Ja, Marissa kann entführt worden oder entkommen sein. Bei den Winden. Ich hoffe, dass sie sich auf dem Weg in die Stadt befindet. Was für eine schöne Stimme. Wer singt da wohl im Nebel? Bei der Sonne, dem Mond und den Winden. Was für eine gigantische und majestätische Kreatur. Ist sie eine Harpie? Alle Kultisten scheinen Ehrfurcht vor ihr zu empfinden. Ist sie auch eine Kreation von Etrus?
Ah, jedes Gebiet hat so ein Nebenquest auch. Wir haben bis jetzt nur von der Schwarzen Straße noch die Nebenquest. Das war das hier, genau. Ah. Okay, okay. Klopf, klopf. Wer seid ihr? An Unruhen und Krieg mangelt es diesem Ort nicht. Es ist wie ein endloser Albtraum, Tag und Nacht. Die Kultisten haben sich draußen gerade ein paar Leute geschnappt, meinten, dass sie die Unschuldigen befreien werden. Sie sind wahnsinnig. Ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht gehört habt, wie sich ein Mädchen gewehrt hat. Oh ja, ich erinnere mich an ihre Schreie. Einen drei, sie müssen sie mitgenommen haben, um sie zu sublimieren. Wisst ihr, wo das Ritual der Sublimierung stattfindet? Warum? Wollt ihr etwa mitmachen? Ja. Dann lasst euch nicht aufhalten. Es wird auf dem Platz vor dem Amphitheater durchgeführt. Sie werden euch mit offenen Armen empfangen. Die Etrus-Kultisten haben Fähigkeiten, die einen zum Gehorchen bringen. Für Menschen wie euch mit geringem Selbstwertgefühl könnte der Tod eine Erleichterung sein. Was für Geräusche da? Ja, der hier. Okay, das geht schon ab. Das geht schon ab. Hut ab. Die Dolche gehen gut ab. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Oh, ich danke euch so sehr. Ich ging gerade meinen Besorgungen nach, als diese Monster aus dem Nichts auftauchten. Braucht ihr Hilfe? Oh, das ist so nett von euch. Ich wollte diesen Sternenstaub nur meiner Cousine im nächsten Gebäude bringen. Kann ich euch vertrauen? Macht euch keine Sorgen. Ich selbst brauche keinen Sternenstaub und bin auch kein Mitglied bei diesen Kultisten. Nun, in Ordnung. Ihr habt mich schließlich gerettet. Selbst wenn ihr mit dem Sternenstaub stehlt, wäre das eine angemessene Belohnung. Ich werde ihn für euch abliefern. Danke, mögen die Götter euch segnen. Jetzt hier hin. Es regnet, ja, ich habe es vorhin auch schon donnern gehört. Auf der anderen Seite des Kanals. Achso, ja gut. Hier, oder? Wer ist da? Ich wurde gebeten, euch diesen Sternenstaub zu bringen. Oh, das Muster auf dem Schal. Ich kenne es. Er gehört meiner Cousine. Aber es ist seltsam. Wo hat sie den Sternenstaub her? Ist er für euch hilfreich? Ja, ich brauche ihn. Wenn es euch nicht zu viel Mühe macht, könntet ihr meiner Cousine und ihrer Tochter meinen Dank ausrichten. Ihrer Tochter? Ja, meine Cousine hat sie ziemlich spät im Leben bekommen. Sie ist sehr lebhaft und einfach bezaubernd. Ihr könnt sie sogar hören, wenn ihr draußen steht. Und bitte gebt diesen hier ihrer Tochter. Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Könntet ihr es ihr geben, falls es euch nicht zu viel Mühe macht? Natürlich. Danke. Schmetterlingskamm. Das ist schon wieder so eine Lauf-Nebenquest die ganze Zeit. So ein sanftes Klopfen. Seid ihr das, Freundin? Ja, ich habe ihn ihr gegeben. Ich bringe euch ein Geschenk von eurer Cousine für eure Tochter. Ich habe keine Kinder, da muss es ein Missverständnis gegeben haben. Was? Aber sie hat gesagt... Ist es für euch?
Es passt definitiv zu einem bezaubernden Mädchen wie euch. Ja, das Geschenk ist gewiss für euch. Nein, Moment, das ist es nicht. Nehmt es nur. Einer alten Dame wie mir wäre es nicht angemessen. Und nun möchte ich euch nicht weiter belästigen. Geht nach Hause, meine Liebe. Friede sei mit euch. Okay. So, man kann bekommen, oder was? Was machen wir damit? Oh, wir haben hier den Abschiedsbrief von ihrem Vater. Ein Abschiedsbrief von Harold an seine Tochter Hilda. Liebe Hild, dich aufwachsen zu sehen und Zeuge deines immer helleren Strahlens zu werden, ist der einzige Trost, den ich in dieser dunklen und trostlosen Welt habe, die mich unzählige Male verletzt hat. Auch wenn du noch nicht ganz unabhängig bist, fühle ich dein Durchhaltevermögen in deinen Schritten, deine Lebenskraft in deinen Rufen und deine Hoffnung und Entschlossenheit in deinen Augen. Und doch kann ich dich noch nicht an dieser Operation teilnehmen lassen und rechne diesbezüglich auch nicht mit deinem Verständnis. Ich hoffe, du weißt, dass ich aus meiner Pflicht als Kommandant heraus handle und nicht aus meiner persönlichen Selbstsucht als dein Vater. Da die Mission in Aphis kein Zurück erlaubt, brauche ich Elitekrieger, keine Kinder, die noch nicht reif genug sind. Lass dir noch etwas Zeit, um an deinen Fertigkeiten zu arbeiten und ein besonderer Mensch zu werden. Meine Instinkte sagen mir, dass dies ein entscheidender Zeitpunkt für dein Wachstum ist. Daher ist dies nach reiflicher Überlegung die beste Antwort, die ich dir geben kann. Ich hoffe, du erinnerst dich an meine Ratschläge, wenn du in Zukunft mit deinen eigenen Dilemmata konfrontiert bist. Dein dich liebender Vater, Harold. Okay. Naja, gut. Da sehen wir jetzt nichts von Kam. Ach du Scheiße, ich habe mich gerade erschrocken. Die dreckigen Viecher. Geh mal aufs Profil. Ja. Ah, hier. Schmetterlingskamm. Erhöht die Kapazität für Salben. Oh, cool. Ah, das ist ein Schmuckstück. Na klar. Na klar. Ich dachte im Inventar, meine Güte. Also wir können noch mehr Salben jetzt tragen. Die erste Harpie. Harpie? Ich weiß nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Ich habe so das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Dann laufe ich jetzt noch zuerst auf der anderen Seite. Weil ich glaube, auf der anderen Seite kommt man zu der Truhe. Gehe ich mal davon aus. Aber ich weiß nicht. Lassen wir uns überraschen.
Überraschung. Ja, hier unten. Geht sich das aus, darüber zu springen? Ich glaube nicht. Nein, ich springe da nicht rüber. Das ist eine Falle. Ich sehe das. Das geht sich niemals aus. Na. Nee, 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 nee. Das mache ich nie. Du verwandelst sie nicht. Nix da. Wie der geschaut hat. Der war so baff wie ich. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung geschaffen. Sehr schön. Ich weiß schon, wo wir sind. Wo geht's denn hier lang? Verschlossen. Einen bestimmten Schlüssel hier. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Wurfdolche. Da kommen wir leider nicht durch. Aber ich sehe, dass es hier auch nochmal einen Weg gibt auf der anderen Seite. Okay. Aha. Rodos-Symbol. Oh, nice. 3 Stück. Müssen wir uns keine kaufen.
Oh shit. Bisschen Fallschaden. Ich hatte immer so Mühe, mich in diesen Straßen zu orientieren. Ja. Ich gehe das ein bisschen nach System. Gehe ich das ab hier. Ich versuch's nach System abzulaufen. Ich halte mich jetzt erstmal mal nur links. Da geht's wohl nicht weiter. Aha. Oh, hallo Freunde. Was ist das für eine Party hier? Hallo Freunde. Oh. Die haben den verprügelt hier. Das System einfach mal überall durchlaufen, genau. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ist alles in Ordnung? Warum würden sie euch verletzen wollen? Ich war ohne Erlaubnis draußen unterwegs. Das wird als Verrat angesehen. Also jagen sie mich jetzt. Verrat? Wieso? Hört mal, ich weiß eure Hilfe zu schätzen, aber ich brauche Sternenstaub. Hey! What? Oh, ist das ein Frechdachs? Ganz schön frech. Nehme ich mir deinen Sternenstaub. Seite aus dem Tagebuch eines Wolfes. Okay. So links oder rechts? Erstmal Tür. Ah, seid ihr gekommen, um mich zum Sublimierungsritual zu bringen? Nein, ich komme hier nur zufällig vorbei. Wie schade, ich warte darauf, dass sie mich mitnehmen. Bald werden sie hier sein und dann kann ich... Ich möchte frei von Sternenstaub sein. Ich möchte endlich frei sein. Soll diese Stadt doch zerstört werden? Dieser Ort hätte niemals existieren dürfen. Warten viele Leute auf die Sublimierung, so wie ihr? Ja, natürlich. Wenn die Sublimierung mich vom Hunger befreien kann, gibt es keinen Grund, sich gegen sie zu sträuben. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr den Etrus-Kultisten begegnet, bittet sie, mich schnell abzuholen. Okay, das ist der richtige Weg. Deswegen gehen wir mal hier hin. Hey, beruhig dich. Ich konnte mich nicht mehr bewegen in dem im Move. Verdammt. Es sind auf einmal drei noch zusätzliche Gegner gespawnt. Richtig frech. Richtig gemein. Na, ah, jetzt sind die alle wieder gespawnt.
Tommy, du warst gerade nicht im Channel, oder? Nein. Welcher Channel? Wer wirft denn da auf mich? Achso, der kleine Stinker da. Ich war nicht im Discord-Channel. Ich meine, warum auch? Ich spiel hier gerade Asterigos. Muss man den Minotauren da wieder erledigen? Ja, der kriegt jetzt auch nochmal den. Boom! Oh, Stufenaufstieg. Jetzt gehe ich mal das hier. Machen wir mal auf 5 oder so. Immer wieder einen Punkt. Das ist ein cooler Move eigentlich. Noch mal überall an. Die Harp hier hin. Machen wir die auch nochmal. Ah, hier gibt es keine mehr. So, auf ein neues.
Schaden hier. Guck ich da nicht hoch? Wie die anderen das nicht mitbekommen. Viel Schaden, Bro! Mann, die so viel Schaden. Nein, nein, nein! Boah. There we go. Geht's jetzt, Roland? Geht doch, geht doch. Goldstück. Nice. Da kommen wir nicht hoch, ne? Da kommen wir nicht rüber. Okay, okay, okay. Ja, auch nicht. Gut, dann machen wir, war es das hier? Endeffekt. Läuft. Läuft bei dir, Roland. Zweimal hintereinander. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Ich bin so kurz vorm Speicherpunkt irgendwie gestorben. Das ist ein bisschen bisschen blöd. Okay.
Okay, jetzt geht's ab hier. Einen speziellen Schlüssel. Und mal wieder ein Schlüsselchen. Okay, hier wird es zum Showdown kommen jetzt. Auf durchzudrehen. Was? Der hat mich erwischt. Die den Kolben, die Kolben schwingen. Ja, die sind übel. Zwei von denen. Einfach sicherheitshalber nochmal. Wenn ich nur gegen einen kämpfen muss, dann okay, ne? Was hat mich jetzt gedamaged?
Treasure of the Ethnus. The shrine is safe now. I should check the people inside. We heard the sounds of battle stop. Are the cultists gone? Yeah, I dealt with them. It's safe now. Thank you, stranger. It doesn't matter who you are. At least we're safe for now. What happened here? We're followers of the Three. With the city in chaos, we're unable to come to pray. We heard that the cultists were busy with the sublimation, so we took our chance. You saw what happened next. It's quite embarrassing. You must be blessed by the Three. Please, take this as a gift of gratitude. Diese Kultisten von ihm schienen sich von den anderen zu unterscheiden. Wisst ihr etwas über ihn? Nicht viel. Ich weiß nur, dass er sich Doron, der Federgeber, nennt. Er hat eine Sonderstellung im Kult. Die Mitglieder hängen geradezu an seinen Lippen. Er hat sogar behauptet, die riesige Harpie Eulalia wäre sein Meisterwerk. Oh, zum Glück ist er jetzt tot. Ich hoffe, er ist tatsächlich tot. Was meint ihr damit? Bevor er ankam, behauptete Doron, er sei unsterblich. Bei den Göttern, ich hoffe, das war nur ein Täuschungsmanöver. Nach Marissa fragen. Kennt ihr eine Person namens Marissa, die sich hier draußen versteckt? Die talentierte Marissa? Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Außerdem, wie sollte sie den Basar überhaupt erreichen können? Die Kultisten werden sie wegen der Harpie Eulalia nicht gehen lassen. Eulalia. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ihr könntet mal im Untergeschoss herumfragen. Vielleicht weiß jemand da unten etwas. Verstanden. Verstanden, verstanden. So. Hier dieses Feuer. Dieses Feuer haben wir schon öfters gesehen. Das muss man irgendwie löschen können. Oh shit. Ich habe mich schon wieder verklickt. Ja, was soll's. Hier. Können wir das mit dem löschen? Ja. Jetzt haben wir so Eis oder Feuer oder irgendwas haben wir bekommen, gell? Ha. Sehr geil. Ah, jetzt können wir die Wege hier auch. Sehr cool. Aha. Ach komm, ich verdrück mich jedes Mal. Ich dreh durch hier. Jetzt ändere ich das. Das geht mir auf die Nerven. Oh, ich kann es nicht ändern. Das ist noch von Assassin's Creed, die Steuerung. Deswegen klicke ich da immer. Naja, egal. Okay, hier sollte man rüber jumpen können. Ich mach das noch nicht. Noch hier kurz vorbeischauen. Dann gehen wir erstmal hier runter. Hier scheint es noch einen Weg zu geben. Jo!
Schlagresistenz. Ja, nice. Und Erz haben wir auch wieder gefunden. Ah. Typisches Versteck. Könnte auch noch ein Versteck sein. Ja. Drei Salben. Ich weiß nicht, was das kostet, wenn ich jedes Mal da irgendwie reinfall. Was kostet das, wenn man stirbt? Das Leben? Und was noch? Ach Gott. Okay, aber nicht so tragisch anscheinend. Schauen wir noch mal hier entlang. Ich hab's mir anders überlegt. Ich frage mal hier unten nach. Was, wenn ich mich ausruhe jetzt? So. Ja. Warum ist eure Hautfarbe anders als unsere? Wer seid ihr? Ich weiß es. Ihr müsst eine von den Göttern geschickte Heldin sein. Eine göttliche Botin. Die Götter haben uns nicht verlassen. Gepriesen seien die drei. Danke, Heldin. Kennt ihr Marissa? Nein, aber ich wünschte, ich würde sie kennen, damit ich euch helfen kann. Oh, ich hoffe inbrünstig, dass die Götter die Kultisten auslöschen werden. Sie haben kein Recht, uns in solch schreckliche Bestien zu verwandeln. Bitte, Heldin, tötet sie alle. Ich tue nur meine Pflicht. Der hat nichts zu sagen. Könnte mir etwas Sternenstaub geben? Kennt ihr jemanden namens Marissa? Könnt ihr mir etwas Sternenstaub geben? Okay. Wir können hier beten. Beten wir wieder. Aber nichts passiert. Wofür betet ihr? Wir kamen hierher, um den Schutz der Götter zu suchen, in der Hoffnung, dass sie uns Einigkeit und Sicherheit geben würden. Und die Kultisten lagen schon auf der Lauer. Sie haben es besonders auf fromme Anhänger der Drei abgesehen. Wie lange habt ihr durchgehalten? Ein paar Tage. Wir haben durch den Sternenstaub der anderen überlebt. Ihr meint, Leute haben sich freiwillig geopfert? Jeder hier ist bereit, ein solches Opfer zu bringen. Wir wollen keine hirnlosen Bestien werden. Wir haben doch nichts Schlechtes getan, oder? Nein, ihr habt euer Bestes gegeben. Ist Marissa hier? Kennt sie jemand?
Ich bin nicht sicher, aber sie könnte auf dem Platz vor dem Amphitheater sein. Die junge Frau sagte, dass jeder Gefangene dorthin geschickt würde, um sublimiert zu werden. Danke, ihr seid nun frei. Frei? Wenn wir Sternenstaub zum Leben brauchen, können wir dann jemals wirklich frei sein? Wie bitte? Nichts. Beim Stier des Heiligen. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wurde jemand gefangen genommen? Ja, die Etrus-Kultisten nahmen eine Menge Leute mit. Sie sagten, sie würden sie sublimieren. Wohin haben sie sie gebracht? Bestimmt zum Amphitheater von Arges. Dort haben sie in letzter Zeit das Ritual abgehalten. Die Stiersängerin lebt ebenfalls in der Nähe. Oh nein. Die Stiersängerin? Wer ist das? Ihr Götter, segnet meine Freundin. Segnet euer Volk. Ihr Götter, segnet uns. Ich werde sie in Ruhe beten lassen. Nein, sie werden wiederkommen, bestimmt. Ist alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Sie werden wiederkommen, bei den Göttern, das werden sie, bestimmt. Okay. Hier unten gibt es eigentlich auch keine neuen Sachen. Okay. Gut. Dann hauen wir uns jetzt in den Bossfight. Es gibt keine Intrinen. Ah, hier werden wir jetzt hochkommen. Ah, und hier kann ich öffnen. Ah, sehr schön. Abkürzung. Sehr gut. Abkürzung ist immer gut. Wer hat denn da geredet vorhin? Ah, hier die zwei. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Den Dinger kommt man hier durch. Aber eigentlich will ich da noch gar nicht hin. Gehen wir erstmal zum Boss. Ja, das schmerzt. Au, 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 au. Eieiei. Aua. Wie ein so ein Kackding durchkommt. Uah. Was? Hä? Wo bin ich denn geschützt? Nirgendwo anscheinend. Thank you.
Dieser Vogel. Dieser verdammte Vogel. Wie nervig. Ah, es geht jetzt nicht. Oh shit. Okay. Oh, how is dangerous. Ah, jetzt ist sie weg? Dein Ernst? Wofür habe ich denn das jetzt gemacht? Meine Güte! Ich dachte, da kommt jetzt ein Bossfight. Jetzt ist das hier auch weg. Es gibt so viele Wege hier. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ah, das kann man öffnen hier? Okay. Hier wäre Feuer. Ich merke mir das einfach mal. Oder schauen wir uns das an. Im Grunde ist ja egal. Ich folge jetzt einfach mal dem Weg hier. Ich folge der Hauptquest. Oh, was? Aber wie der sogar teilweise die Richtung dann ändert während des Flugs, ne?
Nix da. Warum gibt es hier so viele Wege? Verdammt. Dann gibt es ja auch keine Karte, ne? Oh, das wird mit bei Dark Souls auch. Das wird in Dark Souls auch so eine Sache werden. Schau dir das an, da gibt es so viele Versteckte. What? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Versteckte Wege hier. Äußere Straßen, aber noch immer der Arges Bazar. Wo sind wir hier? Hier gibt es wieder eine Truhe. Sehr gut, haben wir wieder so ein Elixier. Attribut. Oh, wir haben hier wieder drei. Drei Stück. So, Talentpunkt, ja, ein. Ja, komm, machen wir das und jetzt holen wir uns dann die Fähigkeitspunkte. Jetzt haben wir auch ein paar Punkte wenigstens in Arc drin. Es ist nicht so schwach dann. So, gut. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Von hier kommen wir. Hey Risi, servus! Boah. Jawohl, und jetzt!
Sehr schön. Den haben wir weggewumpst. Einfach weggewumpst. So, kommen wir hier irgendwie hoch? Nein. Ja, aber dann gibt es hier auch keinen Weg mehr eigentlich. Zumindest fürs Erste. Ist die eigentlich runterschießen? Schau ich jetzt nochmal hier hin. Und dann haben wir ja noch einen Weg, gell? Ich schau mir jetzt einfach alles an. Ich will hier nichts verpassen. Später kommen wir da sowieso vorbei. Von dem her. Da haben wir noch was. Solange wir noch im Gebiet bleiben, ist okay. Finde ich. Aua. Verwandelt sich oder was machen wir? Sehr gut. So. Blinkt's wieder. Eine Truhe muss hier irgendwo in der Nähe sein. Können wir auch wieder was aufsperren? Was haben wir hier? Provisions go in and out through the military gate. The Ephesians must have tight control over food distribution. Oh, die wieder. Die Stinker. Da ist noch einer. Da ist die Truhe. Die Gegner fand ich cooler als die Werwölfe. Was sieht man denn hier eigentlich? Bornkammer, Außenposten.
Waren wir hier schon mal? Ich glaube ja. Weiß nicht mehr genau, wo das war. Hier. Nein, wir waren hier noch nicht. Innerstädtischer Wahl. Okay. Nein, hier waren wir noch nie. Hier waren wir, glaube ich, noch nie. Von hier sind wir kommen. Was haben wir hier oben? Ein Gegner. Und Salben. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Aha. Hier war noch was versteckt. Überall Loot. Überall könnte Loot sein. So, dann renne ich jetzt nochmal eins weiter nach hinten. Und da hinten gab es ja auch nochmal einen Weg. So viele Wege. Auch nochmal Salben. Genau hier. Truhe in der Nähe. Und Roland hat schon wieder abgeräumt hier. Das gibt's ja nicht. Was ist da los? Was ist da los, Roland? Ich habe noch nie diese Bombe verwendet, ne? Sollen wir mal eine zünden? Zünden wir mal eine hier. Wow. Sag ich ja, zahlt sich aus. Zahlt sich aus, hier rumzuschauen. Ein bisschen rumzuschnüffeln. Noch eine Truhe. Ja, es blinkt schon wieder.
War das jetzt wegen dem Splitter? Ich bin nicht sicher, ob es blinkt wegen einer Truhe oder allgemein einfach wegen Loot. Ah, es blinkt noch. Bling. Der Vigo. So, sonst nochmal. Bling, bling, bling. Kein Blingen. Erfüllter Soldat. So, ich glaube, wir haben's. Wir haben's hier. So, liebe Leute, ich werde eine kleine Pause machen. So, mal hier hin. Wir aktivieren das nochmal. Achso, müssen wir gar nicht aktivieren. Ja, ich werde eine kleine Pause machen. Wenn hier gleich weitermachen. Ich hau mich nochmal zur Tür hier hin, genau. So. Und ich werde ins Bettchen gehen. Alles klar, Robson. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Schlaf gut. Und bis die Tage, ne? Sag ich mal. Gute Nacht. So, genau. Hier werde ich mich jetzt mal hinplatzieren. Speicher auch sicherheitshalber. Was hier? Upsala. So. Und wir machen gleich weiter. Sagen wir bis gleich.